Oh, der Mann mit der Mineralienfelderschöpf. Schön. Zerstört alles. So, wollen wir uns mal da vor der Basis von denen positionieren? Erstmal. Noch ein Tech Lab. Was können wir mal gerade für Einheiten gebrauchen? Warpigs. Warpigs sind cool. Ah ne, na ne, 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 wenn ich das jetzt mache. So. Ich muss langsam mal zum Angriff blasen. Alles absiechen und Hochdach. Drauf, 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 drauf. Drauf. Drauf, drauf, drauf. Zwischenzeit die Siege-Tanks mal aufsiegen. Auf die Einheiten gehen und nicht auf die Gebäude. So, jetzt kann man mal ein paar Gebäude zerstören. Das Medivac sollte auch nicht unbedingt die Einheiten einladen. Das ist nicht ganz so klug. Zerstören, zerstören. Kaputt machen. Einheiten kaputt machen. Einheiten kaputt machen. Einheiten kaputt machen. Zack, zack. Ja, die Protektoren, die brauchen wir nicht direkt angreifen. Die sind eh sehr, sehr schlecht. Von daher sind die jetzt nicht allzu das große Problem. Ja, ich bin dabei, ich mach sie schon platt. Ein Berserker. Ein Archon. Gut, den Phönix, den können wir auch eigentlich erstmal lassen, weil einer ist nicht gefährlich. Gut, dir da tut sich auch gerade noch nichts. So, einfach alle Einheiten jetzt draufgehen lassen. Brauchen tue ich sie sowieso am Ende nicht mehr. Mein Gott, ne, ist das ein Geballer. Das kaputt machen, da Photonenkanone zerstören.
Gute Nacht, genau. Hier den Phönix noch zerstören. Und schon ist das Spiel vorbei. Okay, das Artefakt ist gesichert. Aufsatteln, Leute, wir verschwinden von hier. Wir werden euch bis ans Ende des Universums verfolgen, James Raynor. Tausend Tode können euer frevelhaftes Sakrileg nicht aufwiegen. Jawohl, 30 Minuten gebraucht, okay. Erfüllen Sie alle Missionsziele, schließen Sie Supernova auf den Schwierigkeit normal ab, ohne eine Einheit an die Feuerwelle zu verlieren. Ja gut, das ist natürlich nicht schwer. Zerstören Sie den Supernova auf schwer 75 feindliche Einheiten oder Gebäude mit getarnten Benjis. Ja gut, kann man glaube ich auch schaffen, wenn man auch schwer spielt. Naja. Schneide ich mal eben die Ladesequenz auch raus. Möbius Treffpunkt, 21 Uhr Bordzeit. Sir, wir haben die Treffpunktkoordinaten erreicht. Niemand in Sicht. Das Möbius-Schiff scheint noch nicht hier zu sein. Seltsam. Das sieht denen gar nicht ähnlich. Sir, Liegerschiffe im Anflug. Sie werden von Mengsk Flaggschiff angeführt. Ich will verdammt sein. Sir, Ihre Schilde sind noch unten. Gefällt mir gar nicht. Matt, bring uns längsseits und bereite das Andocken vor. Commander, das ist keine kluge Entscheidung. Du wolltest doch eine Revolution, Junge. Da hast du sie. Sie suchen meinen Vater hier vergebens, Commander. Ich bin Valerian Mengsk. Und die Möbius Foundation gehört mir. Und damit auch Sie. Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle abzuknallen. Weil ich Ihnen bieten kann, was Sie schon immer wollten. Die Chance, Sarah Kerrigan zu retten. Hoi. Das war aber neu. Lade. Oh, schicker neuer Ladebildschirm auch. Und noch eine Zwischensequenz. Die Artefaktfragmente, die Sie gesammelt haben, stammen von den Xel'Naga. Ich kann mit Ihrer Hilfe ein Gerät konstruieren, das die Verseuchung umkehren wird. Die Kerrigan in die Königin der Klingen verwandelt wurde. Nicht ich, Commander. Sie sind der Einzige, der ihr je nahe gekommen ist und das überlebt hat.
kennen ihre Taktiken und Strategien. Und ich weiß, dass sie einfach alles tun würden, um sie zurückzubringen. Sie werden auf diesen Vorschlag von Valerian doch nicht allen Ernstes eingehen. Hört sich für mich nach dem perfekten Deal an, Jimmy. Kerrigan wird wieder menschlich, bekommt eine Kugel zwischen die Augen, du kannst deine Vergangenheit endlich begraben und bekommst dazu noch deine Abrechnung. Abwarten, Tarkas. Da anzugreifen ist purer Selbstmord. Du würdest unser aller Leben aufs Spiel setzen, nur um deine Freundin wieder zurückzubekommen? Das hier ist wichtiger als wir alle, Matt. Es geht hier nicht um mich. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir je bekommen werden. Und ich werde sie ergreifen. Also, was soll's jetzt sein, Jimmy? Bringen wir Kerrigan zurück oder setzen wir sie bei? Das ist allein meine Entscheidung. Ihr beide habt einige Vorbereitungen zu treffen. Fangt an. Oh, ich dachte, es kommt schon wieder so eine Entscheidungsfrage, wo man sich hier entscheiden müsste. Und erstmal gucken, wir haben neue Söldner. Dustwings. Ja, klar, kaufen wir uns mal. So, wollen wir mal gucken, was so Neues in den Nachrichten gibt. Hier ist Kate Lockwell für UNN. Hochrangige militärische Analysten sind heute noch immer ebenso überrascht wie erfreut zu berichten, dass, auch wenn die Angriffe auf die Grenzwelten weiter andauern, sich der große Vorstoß der Zerg in den Raum der Liga zu verlangsamen scheint. Das sind großartige Neuigkeiten, Kate. Unsere Jungs zeigen es den Zerg jetzt so richtig. Ja, Donny. Aber es wird auch vermutet, dass es da etwas gab, wonach die Zerg gesucht haben. Und sie es mittlerweile gefunden oder die Suche danach aufgegeben haben. Wir machen die Nachrichten. Ja. Sonst gibt es hier nichts weiter, womit man reden könnte und was man sich angucken könnte. Gehen wir mal ins Arsenal. Swan hat uns nämlich was zu sagen und danach gucken wir uns mal die Banshees an. Oder nee, wir gucken uns erst die Banshees an. Aha, G24 Luftfahrzeug für taktische Angriffe. Ursprünglich wurden Banshees vom Liga-Militär dazu entworfen, rebellische Kolonisten zu terrorisieren und wurden mit großem Erfolg in ländlichen und städtischen Gebieten eingesetzt. Ihre Beweglichkeit sowie ihre Tarnfähigkeit haben sie jedoch schnell an die Front gegen Zerg, Protoss sowie feindliche Terraner befördert. Der DN-51 Banshee Tarngenerator ist einer der fortschrittlichsten Ausrüstungsgegenstände im gesamten Liga-Arsenal. Wird ein Banshee abgeschossen, werden spezielle Teams eingesetzt, um den Gegenstand zu bergen oder zu zerstören. Cool. Sieht auch richtig geil aus, das Teil. Jo. Naja. Wollen wir mal gucken, was Swan uns jetzt sozusagen hat. Also, wo liegt das Problem, Swan? Wo das Problem liegt? Nirgends, außer dass du mit unseren Todfeinden einen Pakt geschlossen hast. Jeder von diesen Jungs hat durch Mengsk Freunde oder Familie verloren. Wir sitzen hier bald auf einem Pulverfass. Merkst du das denn nicht? Darüber diskutiere ich nicht, Swan. Ich muss das einfach tun. Ja, wirklich. So, hier habe ich meine Arsenalkonsole jetzt für die Banshees. Was haben wir denn da? Schockwellen, Raketenbatterie, ein Banshee-Angriff feuert mehrere Raketen in einer Reihe ab. Transspektraldämpfer. Banshees können doppelt so lange getarnt werden. Ja, das ist praktisch. Das möchte ich haben.